Ja, 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar Einführung in die Trading Station. Mein Name ist Nelson Cardoso Netto und ich freue mich wie immer, dass so zahlreiche ja, Teilnehmer da sind. Heute werden wir uns die Plattform Trading Station uns genauer angucken und wie auch hier auf der Folie zu lesen ist, geht es heute tatsächlich um die Einrichtung und dann letztendlich auch, wie man den ersten Trade eröffnen kann. Also wirklich eine Einführung in die Plattform, so dass sie dann ja am Ende des Webinars dann startklar sind und auch damit gut handeln können. Zunächst dann einmal den, na, wo ist die Folie? So, einmal Risikohinweis. Dann bitte einmal kurz durchlesen, auch später die Teilnehmer oder die Zuschauer, die die Aufzeichnung sehen. Einmal bitte durchlesen und dann werden wir dann auch direkt weitermachen. Okay, dann springen wir zu der Webseite. Das sollte jetzt zu sehen sein, hoffe ich. Jawohl. Und ja, wo finden wir die Plattform? Am einfachsten wäre, wenn Sie hier über Handelsplattformen und dann sehen Sie hier eine extra Rubrik Trading Station. Da finden Sie dann die ersten Informationen zu der Plattform und natürlich auch den Download-Link. Und wenn Sie noch kein Demokonto oder auch Live-Konto haben, dann können Sie das hier auch direkt dann ja, eröffnen. Und selbstverständlich finden Sie auch hier die webbasierte Version. Einmal, wie gesagt, hier unter Handelsplattform Trading Station, aber auch unter WebTrader. Da können wir auch ganz kurz drauf gehen und dann finden Sie hier den Link zu der Webversion. Und ja, den Download habe ich jetzt bereits gemacht. Dann werden wir zusammen jetzt die Installation durchführen. Ganz kurz noch die Zwischenfrage war, ob es eine Aufzeichnung geben wird und wenn ja, wo wird sie dann zu finden sein? Also eine Aufzeichnung, die Aufzeichnung läuft. Und wenn die Technik dann am Ende mitmacht, dann sollte dann auch eine Aufzeichnung dann später online sein. Und Sie werden das dann unter Training Videos finden. Und da das erste Webinar ist für die Trading Station, werden wir dann entsprechend hier noch eine Rubrik einbauen. Ansonsten werden Sie das auf jeden Fall unter alle Videos dann die Aufzeichnung finden. Okay, also den Download habe ich bereits gemacht und dann starten wir das mal. Ja. So, jetzt ziehe ich das mal rüber. Genau. Deutsch sollte klar sein. Das bitte einmal gründlich durchlesen. Hier entsprechend auch die Geschäftsbedingungen. Auch wichtig, bitte durchlesen. Dann haben Sie die Möglichkeit, den Installationsort zu bestimmen. Ich lasse das jetzt standardmäßig so. Hier bitte einmal dann in Englisch lassen. Sie können dann später, wenn wir das installiert haben, auf Deutsch dann umstellen. Aber das zeige ich Ihnen natürlich auch.
So. Also so, dass ihr auch wirklich jetzt alles mitbekommt. Hier läuft noch ein Update, das heißt, da werden die neuesten Dateien heruntergeladen. Und dann hat die Plattform auch schon gestartet und ich kann jetzt meine Zugangsdaten eingeben. Sie haben ja, wenn Sie sich für ein Demokonto registriert haben, eine E-Mail erhalten, die der Benutzername fängt in der Regel mit D an und dann entsprechend eine Nummer. So, das Passwort noch eingeben. Demo lassen wir natürlich und Settings brauchen Sie in dem Fall nicht machen. Da geht es hauptsächlich dann um die Servereinstellung, aber das ist soweit alles korrekt. Dann Login. So, die Plattform hat jetzt auf dem anderen Monitor gestartet. Ich ziehe das mal rüber. Und so sieht es letztendlich jetzt auch die Plattform nach der Installation aus. Und wir werden jetzt zusammen alles durchgehen. Ja, wie können wir das alles einrichten? Ich werde Ihnen natürlich die Funktionen erklären. Ich versuche natürlich heute so viele Details wie möglich zu zeigen, aber bei der Einführung soll es natürlich nicht dann zu überladen sein mit den Informationen. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das auch zeitlich schaffen. Okay, hier kommt schon mal die erste Frage. Trading Station gleich MT4? Nein, das ist tatsächlich unabhängig von MetaTrader 4. Ein MetaTrader 4 Konto können Sie dann entsprechend auch eröffnen. Gut, also. Zunächst einmal gehen wir dann hier zu den Sprachen und ändern das dann entsprechend auf Deutsch. Hier noch auf German. So, dann laden wir jetzt auch die neueste Datei herunter. Und dann starten wir die Plattform neu. So, melde ich mich nochmal ein. Sie sehen ja bereits, das Anmeldungsfenster ist bereits jetzt auf Deutsch. Und die Handelsplattform ist jetzt alles umgestellt. Sie werden sehen, dass neben der Handelsstation noch ein anderes Fenster offen ist, und zwar das Chartprogramm Market Scope. Ja, das sind die zwei Fenster, die Sie letztendlich dann offen haben. Und zunächst sprechen wir über die Handelsstation und dann später über Market Scope. Und die beiden ja, Programme gehören dann zusammen. Und Sie werden sehen, dass man hier mit Market Scope hauptsächlich ja, sich mit den Charts beschäftigt. Und da können wir natürlich dann auch am Ende auch viele Einstellungen vornehmen, die wir aber dann erstmal später machen. Zunächst soll es um die Handelsstation gehen. Diese Grundeinstellungen beziehungsweise auch die Farben können Sie ändern, wenn Ihnen das so nicht gefällt. Und zwar unter System, Optionen. Und dann haben Sie hier so einen Skin. Den können Sie auswählen. Der würde dann, hier sehen Sie eine kleine Vorschau, der würde dann so aussehen. Das kann ich jetzt auch einmal auswählen, weil mir das auch persönlich besser gefällt. So. Und dann sieht das letztendlich so aus. Und wenn wir schon bei den Optionen sind, dann werden Sie hier sehen, dass Sie sehr, sehr viele
Möglichkeiten haben, einzustellen. Wir werden jetzt nicht im Detail jetzt auf alle Optionen eingehen. Probieren Sie einfach aus. Also das ist wirklich, es geht um Farben, Darstellungen. Also da muss sowieso jeder selber entscheiden, wie er das gerne haben möchte. Was eventuell wichtig ist, ist zum Beispiel die Zeitzone. Standardmäßig ist der Server eingestellt und das ist in dem Fall UTC Einstellung, bedeutet unsere Zeit minus 1. Ja? Also nicht 18:13 Uhr, sondern tatsächlich dann 17:13 Uhr. Sie können das ändern, wenn Sie das nicht präferieren, und können dann entsprechend auf lokal umstellen. Dann haben Sie auch die Chart-Zeiten auch auf die entsprechende deutsche Zeit dann eingestellt. Ja, ich belasse es bei Server, weil ja, das irritiert mich jetzt in dem Fall nicht. Und ja, Sie sehen hier, alles andere können Sie die Preisdarstellung entsprechend auch ändern, ob Sie die fünfte Nachkommastelle anzeigen wollen und so weiter. Also können Sie sich hier ruhig austoben, sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Wenn Sie gezielt dazu eine Frage haben, dann können Sie die natürlich stellen oder im Nachgang dann entsprechend per E-Mail oder gerne auch im persönlichen Gespräch. Okay, was sehen wir hier zunächst? Auf der linken Seite sehen Sie die Handelskurse und auf die werden wir jetzt erstmal eingehen. Sie haben 20 Darstellungen hier. Ja, also 20 Kurse können Sie hier darstellen. Und zwar ist das von der Plattform so eingestellt, beziehungsweise auf 20 eingeschränkt, standardmäßig, um einfach die Stabilität ja, zu sichern. Wenn Sie aber sagen, ich habe einen Rechner, der ist stark genug, oder Sie generell alle Produkte hier in der Liste haben möchten, dann kann man das auch entsprechend ändern. Da brauchen Sie uns einfach nur zu kontaktieren und wir lassen das entsprechend für Sie freischalten. Dann können Sie tatsächlich dann alle Kurse hier hinzufügen, beziehungsweise alle Produkte. Grundsätzlich ist das so, dass Sie hier so eine Darstellung haben. Links sehen Sie das Produkt, rechts entsprechend die Uhrzeit beziehungsweise wann der letzte Tick, also der letzte Preis reingekommen ist. Ist immer auch eine ganz gute Kontrolle, um zu sehen, ob Sie noch richtig mit dem Server verbunden sind. Und dann sehen Sie hier zwei Werte, einmal ein L und ein H steht für Low und High, also Tageshoch und Tagestief. Und dann sehen Sie hier die Spreads und Sie sehen das richtig. Hier bei Euro-US-Dollar haben wir gerade ein Spread von 0,3 Pips. Und zwar ist bei dem haben wir hier bei dem Trading Station Konten ein No-Dealing-Desk-Modell auf Kommissionsbasis, bedeutet, Sie kriegen die Raw-Spreads zum Handeln und bezahlen dann entsprechend eine Kommission dazu, bezieht sich aber nur auf die Devisen, auf die Forex, auf die Währungspaare und CFDs. Da ist es wie gewohnt auch bei den anderen Konten, bezahlen Sie nur den Spread und keine Kommission. Ja? So, dann, Sie sehen ja hier, Sie haben CFDs, also die Indizes und natürlich auch Gold, hier sogar US-Dollar, Index können Sie handeln, Bund und natürlich noch weitere. Jetzt ist die Frage, jetzt, es sind 10, 20 Werte eingestellt.
Das werden sie wahrscheinlich nicht alle präferieren und wollen dann selber einstellen. Dazu gibt es mehrere Optionen. Sie können einmal, wenn Sie hier links oben draufdrücken, dann können Sie hier entsprechend auswählen und den Wert ersetzen. Ja, so. Oder aber Sie haben auch die Möglichkeit, da ist der Euro, ist Dollar, machen wir wieder zurück. Sie haben auch die Möglichkeit, wieder hier drauf zu gehen, auf CCI Epsilon, und können dann entsprechend auswählen und abwählen, so dass Sie dann immer auf 20 Werte kommen, wenn Sie noch diese Begrenzung noch drin haben. Ansonsten sollten Sie sich dann freischalten lassen für das Live-Konto, dann können Sie natürlich alle auswählen. Ja, eine andere Möglichkeit wäre mit der rechten Maustaste hier drauf und dann hier Währungszeichnungsliste, dann können Sie die entsprechend auch auswählen. Okay, also die drei Möglichkeiten haben Sie. Zu dieser Darstellungsform haben Sie auch hier eine ganz normale Liste, wo Sie durchaus noch weitere Informationen bekommen. Unter anderem auch ja hier die Swap-Preise, also je nachdem, ob sie short oder long sind, wie da die Finanzierungskosten sind, wenn sie die Position über Nacht halten. Und hier können sie selber mit der rechten Maustaste hier drauf, können sie dann selber auswählen, was sie wirklich tatsächlich angezeigt haben wollen oder nicht. Hier sehen sie auch noch Pip-Kosten, also wie viel ein Pip letztendlich wert ist, ist schon umgerechnet auf die Währung des Kontos, so dass Sie zum Beispiel mal Euro, US-Dollar, ein Pip entsprechend, beziehungsweise ein Pip bei einer Positionsgröße von 1000, also Mikrolots, hier dann letztendlich 9 Cent, der Pip 9 Cent beträgt. Ich kriege gerade vom Teilnehmer, dass der Ton kaputt sei. Können das die anderen auch bestätigen oder ist das nur bei dem Teilnehmer so? Vorhin beim Test hat soweit alles geklappt. Okay, beim Teilnehmer ist soweit auch jetzt wieder alles in Ordnung. Okay, dann war das vielleicht mit der Internetleitung ein Problem. Und genau, Kosten pro Pip bzw. Wert. Und daneben haben Sie hier Minimum Margin Requirement, also die Margin-Anforderung sehen Sie hier dann pro Position, wie viel Margin Sie letztendlich hinterlegen müssen. Ja, und so haben Sie hier die Informationen dann, wenn Sie eine Position eröffnen wollen. Aber diese Informationen kriegen wir auch, wenn wir später dann einen Trade eingehen möchten. Das werden wir dann in dem Order-Fenster dann sehen. Gut. Mit der rechten Maustaste, ja, haben Sie dann die Möglichkeit, hier auch einen Chart zu öffnen. Sie haben hier noch sowas, auch hier die Größe des Preisfelds ändern und so weiter. Da können Sie ja natürlich dann selber bestimmen. Aber Sie können hier auch direkt einen Chart öffnen und hier auch die Zeitzone, Zeitebene bestimmen, also die Timeframe. Ich weiß, dass einige jetzt schon danach gucken werden, ob hier zum Beispiel M2 oder M10 zur Verfügung steht. Steht jetzt zwar nicht hier in der Liste drin, aber es ist auch möglich, hier einen M10 Chart zu öffnen. Das zeige ich dann auch gleich, wie wir das letztendlich machen. Aber wir können mal Spaß halber jetzt einfach mal einen M5 Chart öffnen. Und der wird hier im Market Scope geöffnet. Ich hoffe, Sie hatten das gesehen, dass hier rechts hier das der Chart geöffnet wurde.
Ich kann mal ganz kurz drauf eingehen. Und da ich es jetzt schon mal angesprochen habe, brauchen Sie hier einfach die M5 durch M10 zu ersetzen, Enter drücken und dann haben Sie auch einen M10 Chart oder M2 oder was Sie auch haben möchten, ja? Aber zu dem Chartprogramm selbst kommen wir dann gleich. Bleiben wir erstmal bei der Handelsstation. So. Okay, also so eigentlich war es das auch schon hier zu den Handelskursen. Und dann werden wir jetzt einen Trade eingehen, beziehungsweise gucken wir uns das Orderfenster an. Und wenn ich hier drauf drücke, natürlich entweder auf dem Bid- oder Ask-Preis, also ob ich verkaufen möchte oder kaufen möchte, dann krieg ich entsprechend dieses Orderfenster zum Marktausführung. Und je nachdem, was ich dann letztendlich hier für den Preis angeklickt habe, ist natürlich auch schon eine Vorauswahl getroffen. Und jetzt ganz wichtig hier für Sie, damit Sie auch wissen, welche Positionsgröße Sie letztendlich handeln können. Sie sehen hier Menge und ein T. Dieses T ist gleichbedeutend mit 1000 und in dem Fall wären das 1000 von dem Währungspaar, was hier letztendlich handelt, also hier Euro, US-Dollar, und 1000 ist ja gleichzusetzen mit einem Mikrolot. Ja? Also wenn Sie hier eine 1 eintragen, dann handeln Sie tatsächlich dann ein Mikrolot und dann würden Sie natürlich für einen Minilot, also 0,1 10 eingeben und 100 wären dann ein ganzes Lot. Und dann darunter sehen Sie direkt auch, wie eben auch in der Tabelle gezeigt, den Wert pro Pip, in dem Fall 9,18 Euro. Tatsächlich sind es ja 10 Dollar. Ist jetzt einfach schon für Sie umgerechnet. Und wie viel Margin Sie hier bei dieser Kontoeinstellung hinterlegen müssen. In dem Fall eben 1000 Euro für ein Lot. Ja, ich lasse jetzt mal bei einem Minilot und drücke hier auf Fortgeschritten und auch Chart. Dann kann ich hier sehen, befinde ich mich tatsächlich gerade, einfach zu einer besseren Lokalisierung, weil da wir auch hier zum Market reingehen wollen, also zum Marktpreis reingehen möchten. Und fortgeschritten, da haben wir die Möglichkeit, den Stop und Limits direkt einzustellen, wobei wir natürlich jetzt hier zum Marktpreis und die Position eröffnen möchten. Und da haben wir ja einen ganz bestimmten Preis gesehen und werden da wahrscheinlich eher nicht die Zeit nutzen, hier einen Stop oder ein Limit zu setzen. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, das zu machen. Zum besten Marktpreis sollte klar sein, also zur Marktausführung. Sie können aber auch tatsächlich hier einen Marktbereich einstellen, denn zum besten Marktpreis bedeutet auch, wenn Sie dann entsprechend auf OK klicken, dann werden Sie ja ausgeführt und dieser Preis muss nicht unbedingt der sein, den Sie letztendlich haben wollten. Das bedeutet, es kann ein besserer Preis sein, aber es kann auch ein etwas schlechterer Preis sein, ne? Und wenn Sie das nicht so möchten, dann können Sie hier einen Marktbereich einstellen, wo Sie sagen, okay, ich bin bereit, in einer Range von 0,5 entsprechend die Position zu eröffnen. Ja? Ja, das ist, glaube ich, sollte bekannt sein. Wenn nicht, dann gerne eine kurze Erläuterung, beziehungsweise steht auch, wenn Sie die Maus kurz drüber halten, als Mouse-Over-Effekt. Also GTC bedeutet, die gesamte Position wird zum besten Marktpreis ausgeführt. IOC bedeutet einfach, es wird versucht, den besten Kurs für die gesamte Position zu kriegen. Sollte es aber aufgrund der Liquidität nicht möglich sein, alles auszuführen, und nur eine Teilausführung,
dann wird eben diese ausgeführt und die andere oder der Rest wird gelöscht, ja? Und FOK bedeutet einfach fill or kill. Das bedeutet einfach entweder die ganze Position oder gar nichts, ja? Das heißt, die Order wird dann einfach wieder gelöscht, wenn es nicht möglich ist, die gesamte Position zu kriegen. Aber standardmäßig ist eben GTC, also zum besten verfügbaren Kurs. Okay, genau, dann führe ich einfach mal aus. So, und dann springen wir nämlich hier zum nächsten Fenster. Hier offene Positionen. Sehen Sie einfach hier meine gerade geöffnete Position. Hier Ticketnummer, ganz wichtig, wenn Sie zu einer Order eine Frage haben, dann können Sie oder sollten Sie diese Nummer mit angeben, dann ist es letztendlich auch einfach, das Ganze nachzuvollziehen. Ja, ich denke, das sollte dann klar sein, die Bezeichnung. Und Sie können hier selber bestimmen, was Sie anzeigen möchten. Wir haben jetzt eine Position eröffnet und keinen Stop oder Limit eingetragen und das können wir jetzt im Nachhinein machen. Sie sehen ja hier diese Felder und wenn ich jetzt hier Stop klicke auf das Feld, dann habe ich hier, kann ich hier entsprechend einen Preis angeben. Sagen wir jetzt einfach mal 1,09 und Sie sehen dann hier unten den Betrag, den Sie letztendlich bei dieser Distanz oder bei diesem Stop riskieren werden, ja, zum aktuellen Kurs. Und entsprechend können Sie hier auch natürlich hier ein Limit reinsetzen. Sagen wir einfach jetzt mal 80. Ne, was habe ich? Ich habe gekauft. Da müssen wir natürlich oberhalb liegen. Also sagen wir hier so rum und den Stop muss natürlich dann drunter sein. So, genau, so ist es dann richtig. Sie können das auch hier in den Pips angeben und dann sehen Sie auch, was Sie letztendlich bereit sind zu riskieren und was Sie auch gewinnen können, ja, bei dem Preis. So, wenn ich das dann eingebe, dann habe ich die Preise hier drin und kann natürlich entsprechend immer wieder verändern. Das können wir auch später auch in dem Chart auch direkt machen. Das zeige ich dann gleich. Und vielleicht noch hier ganz kurz zur Stoppbewegung, ist letztendlich der Trailing Stop mit gemeint. Und zwar hier Trailing haben Sie zwei Möglichkeiten. Einmal dynamisch, bedeutet tatsächlich, bedeutet dann tatsächlich, dass der Kurs direkt bei jeder Bewegung in Ihre Richtung dann mitläuft, also der Stop dann mitläuft, ja. Und bei fixiert können Sie eine Distanz eingeben und wenn ich jetzt 10 lasse, dann wird der Stop dann springen, wenn ich 10 Punkte oder 10 Pips im Plus bin, ja, dann springt mein Stop entsprechend um 10 Pips und so geht das dann letztendlich weiter. Also Sie haben immer die Möglichkeit, fixiert oder dynamisch einzutragen. Was für Sie besser ist, das müssen Sie dann selber entscheiden. So, hier eine kurze Zwischenfrage. Ja, leider nicht, weil ich hier leider das Programm nicht habe. Ich schau mal, ob ich vielleicht, warten Sie. So, das sollte jetzt besser zu sehen sein, ja? Dann können Sie meine Maus besser verfolgen jetzt. Okay, super. So. Gut. Also wenn ich irgendwas was Bestimmtes zeige, dann wechsle ich wieder auf Laserpointer. Ansonsten kann ich hier nicht klicken. Okay.
Geschlossene Position, da habe ich heute hier einfach ein paar Trades gemacht, beziehungsweise ein paar Tests. Sehen Sie dann hier natürlich aufgelistet, immer auf den Tag bezogen. Und Sie können noch hier entsprechend diese Spalte noch hinzufügen. Bedeutet einfach die Kommission. Werden dann Ihnen angezeigt, wenn Sie ein Forex-Paar gehandelt haben. Dann sehen Sie auch hier, wie viel Sie dann letztendlich dafür bezahlt haben. Okay? So, dann Zusammenfassung. Ist ganz praktisch, wenn Sie sich hedgen. Dann werden nämlich beide Richtungen hier zusammengefasst. Ich kann das mal eben machen. Ich war eben zwei Long, so, beziehungsweise glaube ich ein Mini-Lot. Ich kann jetzt einfach mal zwei Mini-Lots Short gehen. So, und dann sehen werden die Positionen hier gegeneinander hier aufgestellt. Und Sie sehen, dann können Sie dann halt einfach zur besseren Übersicht dann beobachten, wie die beiden Positionen laufen und können dann entsprechend auch von hier aus handeln, beziehungsweise auch reagieren, indem Sie eventuell hier Teilschließung durchführen und so weiter. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wie Sie die Position letztendlich schließen können. Entweder mit der rechten Maustaste können Sie die Position schließen. Wir haben auch die Möglichkeit, alle Positionen zu schließen. Oder aber, Sie sehen hier Schlusskurs und wenn Sie hier draufklicken, dann können Sie auch die Position schließen. Sie können aber auch hier auch die Menge bestimmen, so dass Sie auch von hier aus Teilausführungen machen können. Ja? Und ja, schließen wir jetzt einfach mal und dann ist die Position auch weg und sollte jetzt hier entsprechend auch aufgelistet sein. Genau. Gut. Okay. Hier unten machen wir weiter. Hier unten Nachrichten. Da bekommen Sie Nachrichten, Feeds, Newsfeeds von den Kollegen von Daily FX. Das ist ein Research-Team von FXM und die stellen dann tagtäglich Informationen bereit und auch Analysen etc. Mit dem Doppelklick kriegen Sie dieses Fenster hier offen und können dann hier dann entsprechend schon mal ganz kurz lesen, worum es geht und wenn es Sie interessiert, können Sie hier diesen Link klicken, da kommen Sie dann zum Artikel und können das entsprechend durchlesen. Sie werden merken, dass es hauptsächlich oder viele Nachrichten auf Englisch sind, aber Sie sehen auch, dass auch die Kollegen in Deutschland entsprechend auch hier Artikel und Analysen schreiben und dann hier auch in der Plattform angezeigt werden. Unter Handlung, da finden Sie einfach ganz normal eine Zusammenfassung, was mit Ihrem Trading-Konto passiert. Da können Sie einfach beobachten, welche Aktivitäten ja, stattgefunden haben und können einfach kontrollieren, ob soweit alles okay ist. Aufträge, ja, das ist einfach, wenn Sie ausstehende Aufträge haben. Ich kann mal eins hier machen und zwar nicht zur Market Order, sondern nicht eine Market Order, sondern eine Entry Order. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, entsprechend Stop und Limit einzutragen. Und ja, ich gebe einfach mal nichts ein, mache okay und das sollte dann jetzt zu finden sein. So wie jetzt auch. Und auch hier können Sie entsprechend den Stop und Limit ändern. Sie können natürlich Ihren Einstiegspreis ändern und sogar auch noch die Menge, wenn das noch nicht ausgeführt ist. Hier oben sehen Sie Ihr Kontostand, wobei Sie hier Eigenkapital haben und Eigenkapital berücksichtigt auch die offenen Positionen.
So, und jetzt wurden wir hier eingestoppt und haben die Position eröffnet. Und wenn Sie aber auch Ihren normalen Kontostand sehen möchten, dann müssen Sie das hier noch hinzufügen, rechte Maustaste. Und dann sehen Sie den Kontostand, der natürlich sich da erst dann verändert, wenn Sie eine Position entsprechend schließen. So, und dann haben Sie hier einen Tagesgewinn und Verlust. Die gebundene Margin, wie viel Margin Sie noch zur Verfügung haben. So, und hier auch noch in Prozent dargestellt. Ja, eigentlich war es auch schon mit der Handelsplattform. Sie haben auch die Möglichkeit, in die Handelsplattform einen Chart hinzuzufügen. Sie können zum Beispiel diese Reiter hier alle hier zum Beispiel eintragen oder hierhin platzieren. Und dann könnten Sie hier hingehen und da Chart erstellen. Und wichtig ist hierbei, dass Sie diese Option anklicken. Sie wählen natürlich das Produkt aus, den Zeitraum, also Timeframe, sagen wir einfach M15 und die Range, die dargestellt werden, also den gesamten M15-Chart für einen Tag. Und dann machen Sie auf OK. So, jetzt wird das hier unten dargestellt. Aber vielleicht haben Sie es gesehen, wenn ich immer so ein Modul rausziehe, habe ich verschiedene Möglichkeiten, so Andockpunkte mir auszuwählen, wo ich dann letztendlich das Fenster platzieren kann. So, dann könnte ich zum Beispiel hier neben den Handelskursen meinen Chart platzieren und das Ganze hier verkleinern. Und so habe ich dann alles in einem Fenster und könnte dann entsprechend von hier aus alles oder von hier aus handeln und habe dann eine gesamte Übersicht über alle Funktionen. Zu dem Chart selbst, ja, werde ich jetzt besser im Market Scope eingehen, aber soweit zu der Handelsstation. Ich denke, das ist doch sehr intuitiv und ja, sollte dann letztendlich auch einfach zu verstehen sein. Wenn Fragen dazu sind, dann bitte einmal kurz in den Chat reinstellen, dann werde ich sie natürlich beantworten. Ansonsten wechseln wir zu dem Market Scope. So, und sollte jetzt sichtbar sein. Und ja, so sieht er letztendlich aus. Das ist jetzt natürlich die Standardeinstellung. Und das hatten wir vorhin geöffnet. Sie haben die Möglichkeit, viele Chartfenster nebeneinander ja, zu sortieren, na, mit dieser Undock-Funktion. Also wenn ich hier nochmal einen Chart erstelle. Ah, jetzt habe ich vergessen, die Funktion wieder auszumachen. Und zwar folgendes. Hier, so, Datei, Chart erstellen. Das muss natürlich dann wieder deaktiviert sein. So, dann habe ich hier wieder einen Chart und den könnte ich jetzt natürlich wieder hier platzieren und so weiter, ja? Sie haben die Möglichkeit, selbstverständlich auch die Charts frei zu platzieren. Das bedeutet, wenn Sie verschiedene Monitore benutzen und Multi-Monitor-System haben, dann können Sie auch den Chart freischalten und können dann entsprechend auch den Chart bewegen. Ja, ich mache das jetzt hier so für sich sichtbar, dass ich dann auf einem anderen Monitor entsprechend den Chart platziert habe. Und wenn Sie dann wieder nur ein Monitor haben oder wieder alles zusammen haben möchten, dann können Sie hier die Andockpunkte auswählen und entsprechend den Chart wieder zurückplatzieren. Also ja, zu der Zwischenfrage, das können Sie machen. So, jetzt zu einer ganz schöne Funktion.
Sie haben hier die Möglichkeit, alle Chartfenstern miteinander verknüpfen zu lassen. Und zwar können Sie hier eine Gruppierung oder eine Verlinkung einstellen. Zum Beispiel hier rot, machen wir jetzt mal rot. So, sind ja auch, glaube ich, ja, sind alles verschiedene Zeiteinheiten. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt das Produkt ändere, machen wir hier den DAX, dann werden alle Chartfenster, die miteinander verknüpft sind, entsprechend mit geändert. Also eine sehr nützliche Funktion. Und übrigens, diese Liste hier entspricht natürlich diese Liste hier, ja. Also das, was Sie hier vorne haben, das haben Sie dann auch hier im Chart dann zur Verfügung, was Sie dann letztendlich auswählen können. Okay. Zu den Zeiteinheiten hatte ich ja was dazu gesagt. Was ganz schön ist, Sie können, wie gesagt, hier eine Range bestimmen. Ja, also wenn Sie zum Beispiel den M5 5-Minuten-Chart haben möchten, aber sagen wir für die letzten 2 Tage, dann brauchen Sie das hier nur auswählen und dann werden Ihnen die entsprechenden den Chart so eingestellt, dass Sie tatsächlich auch die 2 Tage im M5-Chart sehen können. Also wirklich eine schöne Funktion, die ich auch sehr oft benutze oder eben für einen Tag. Und für die anderen Zeiteinheiten haben Sie natürlich auch hier die Möglichkeit, entsprechend auch diese Range ja, zu definieren und auszuwählen. Ja, so zum Beispiel. Gut. Ganz wichtig ist hier auch die Darstellung der Preise. Grundsätzlich haben Sie hier den Bitpreis angezeigt. Sie können aber auch auf Ask umstellen. Und das ist dann letztendlich entscheidend für Sie als Kontrolle, ob die Position tatsächlich dann auch den Stop oder auch Limit erreicht hat. Und da müssen Sie einfach darauf achten, je nach Positionierung, heißt, ob Sie Long oder Short sind, dass Sie auch entsprechend den richtigen Preis ausgewählt haben. Denn wenn Sie Long sind, dann werden Sie ja dann letztendlich zum Bitpreis wieder ausgeführt. Ja, Sie müssen ja dann den Wert ja wieder zurückkaufen. Sollten Sie allerdings Short sein, dann müssen Sie ja zum Ask wieder zurückkaufen. Und meistens ist auch hier das Missverständnis, dass man dann sieht, oh ja, der Preis hat doch hier mein Target erreicht, aber war eben der Bitpreis und wir müssen ja wieder zum Ask-Preis kaufen. Von daher dann auf Ask entsprechend umstellen und dann da nochmal überprüfen, ob der Ask-Preis dann tatsächlich auch mein Target oder aber auch mein Stop erreicht hat und es so zur Ausführung gekommen ist oder eben nicht. Ja, also hier entsprechend bitte so einstellen, dass Sie immer wissen, welcher Preis der richtige ist. Gut, zoomen, es sollte klar sein, Sie können auch mit dem Mausrad zoomen, wenn Sie ein Mausrad haben. Ansonsten hier, Sie können die Chartdarstellung natürlich auch hier den Chart ja, hier in den Achsen verändern. Ja, und Sie können den Chart auch frei bewegen. Das wird auch sehr oft und gerne benutzt. Und wenn Sie dann letztendlich sagen, ein bisschen herum mit herumgespielt haben und wollen wieder zur Ursprungsform kommen, dann können Sie das hier machen. Und dann sehen Sie auch die richtige Darstellung. Ich habe jetzt auch ein bisschen rausgezoomt. Ja, die Funktionen hier können Sie sehr gerne entsprechend mal durchgehen. Ich denke, die sollten ja, alle selbsterklärend sein. Hier noch ein Informationsfenster. Sie kriegen diese Informationen aber auch
Wenn Sie zum Beispiel im Chart einfach mit der linken Maustaste kurz in den Chart klicken und die entsprechende Kerze auswählen, dann kriegen Sie auch hier die Informationen angezeigt. Ja? Also mit der linken Maustaste entsprechend reinklicken, dann kriegen Sie die Informationen auch angezeigt. Ansonsten, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man Chart benutzt, sind Indikatoren. Viele benutzen die und auch hier haben Sie die Möglichkeit, die Indikatoren zu nutzen. Es sind sehr viele Standardindikatoren bereits enthalten, aber für die Trading Station gibt es tatsächlich eine sehr große Community, wo viele Leute Indikatoren selber programmieren und eben zur Verfügung stellen. Und diese Seite möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Und zwar ist das fxcodebase.com. Ja, natürlich ist die Benutzung von Indikatoren auf eigene Gefahr, sollten Sie natürlich immer berücksichtigen, aber Sie finden hier eben Custom Indicators, die Sie dann hinzufügen können. Ja, Sie können hier suchen, viele suchen dann oder fügen dann letztendlich den Supertrend-Indikator dazu hinzu und so weiter und so weiter. Also sehen hier bereits eine Auswahl von neuen Indikatoren. Können Sie sich hier ein bisschen umgucken. Und wenn Sie einen Indikator für die Plattform suchen, dann ist das definitiv die erste Anlaufstelle. Und wenn Sie dann einen Indikator, wir können ja vielleicht einfach mal einen anklicken, letztendlich egal, dann werden Sie so eine Datei finden, und zwar .lua. Und die laden Sie natürlich runter. Und dann können Sie hier durch die Funktion importieren und je nachdem, wo Sie das abgespeichert haben, hier auswählen und dann wird der Indikator in der Liste dann angezeigt und Sie können dann letztendlich auch benutzen. Ja, also sehr interessant und auch wirklich eine große Datenbank. Also da finden Sie sehr, sehr viele Indikatoren. Und eine Funktion möchte ich auch noch zeigen, und zwar hier Preisüberlagerung. Finde ich sehr schön, denn Sie können hier einfach zwei Preisbewegungen gleichzeitig anzeigen. Wenn ich jetzt hier den DAX, den Euro-US-Dollar hinzufüge, dann können Sie einfach schauen, wie die Korrelation gerade ist. Ja, also kann ich dann mit einem Blick sehen, okay, wenn der DAX fällt, steigt dann tatsächlich auch der Euro-US-Dollar oder Sie können dann natürlich auch mit anderen Produkten vergleichen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber so sehen Sie einfach, wie bewegen sich die Märkte zueinander. Habe ich hier eine Korrelation oder nicht, wenn Sie entsprechend auch Korrelationen traden möchten. Und wenn Sie das wieder weghaben möchten, einfach mit der rechten Maustaste und dann auf Ausblenden und dann ist das entsprechend wieder weg. Beim Euro-US-Dollar sehen Sie hier einmal meine offene Position, die ich jetzt noch im Markt habe und auch hier haben Sie die Möglichkeit, den Stop im Chart selber zu verändern. Einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten und dann sehen Sie natürlich Ihr neues Risiko oder was Sie dann letztendlich verlieren können bei diesem Stop und auch und das Limit können Sie entsprechend auch im Chart selber ändern. So können Sie einfach, je nachdem, wie Sie Ihre Ziele bestimmen, direkt im Chart alles einstellen. Ja, auch hier können Sie die Position schließen. Können Sie die Position schließen, den Stop ändern, also auch direkt die Werte eintragen.
Und ja, und natürlich auch ein Limit ändern. Diese Informationen hier sind bereits getätigte Trades. Die können Sie anzeigen lassen, können aber auch wieder entfernen. Und zwar mit der rechten Maustaste zeige Handelsformationen an. Und hier können Sie ja, auswählen, was Sie gerne angezeigt haben möchten. Trading-Historie wäre das jetzt in dem Fall. Und dann haben Sie das nicht mehr im Chart, wenn Sie das nicht sehen möchten. Sie können sogar aber auch hier die Informationen hier ausblenden, so dass Sie wirklich einen nackten Chart auch dann vorfinden. So, dann die Zwischenfrage: Ist DailyFX der Plattformanbieter? Nein, DailyFX ist nur eine Research-Webseite und die Plattform ist ursprünglich von FXM. Sie haben ja sicherlich in den letzten Wochen die Meldung gelesen oder mitbekommen, dass FXLet und FXM jetzt miteinander kooperieren und sie haben jetzt die Möglichkeit, ja, über FXLet dann entsprechend Konten bei FXM zu eröffnen. Sie kriegen die gleiche Kondition, haben aber hier den Vorteil, dass die Mindesteinzahlung bei FXLet niedriger ist. Ja? Gut, so, jetzt haben Sie Indikatoren hinzugefügt. Wir können mal eins schnell machen. Ja, zum Beispiel. Und hier noch ein paar Trendlinien. Ich mache jetzt willkürlich. Und wollen alles auf einmal entfernen. Dann finden Sie das hier unter Chart-Elemente. Da finden Sie alles, was Sie hinzugefügt haben. Und können entsprechend von hier aus direkt alles entfernen und ja, haben den Chart entsprechend wieder sauber. So, den Trade schließe ich jetzt einfach mal. Und wenn ich jetzt die Handelsformation hätte, anhabe, dann finden Sie auch hier entsprechend die Bilanz. Also hier haben wir minus 0, beziehungsweise hier hat mir zwei Trades gemacht, einmal minus 3,7 und minus 0,2 und hier jetzt 2,4 Pips Profit gemacht, ja. Also nur damit Sie letztendlich sehen, was diese Bezeichnung hier zu bedeuten hat. Okay, so, dann machen wir wieder hier 5 Minuten und sollte dann jedes Mal auch hier der Chart sich mit verändern, weil wir ja die Gruppierung haben. Also wenn wir jetzt hier US-Dollar machen, dann haben wir hier, Sie sehen, wird direkt mit verändert. Ist wirklich sehr nützlich, besonders wenn man gleichzeitig mehrere Zeiteinheiten beobachtet. Und ja, da muss man nicht jeden einzelnen Chart verändern. Sie sehen hier unten, dass Sie sogar einen Tick-Chart haben und Sie können hier auch mehrere Ticks Einstellungen dann auswählen und für alle die gerne mit Tick-Charts arbeiten und auch traden, werden auch hier entsprechend von der Plattform mit den entsprechenden Charts versorgt. Gut, also das war im Groben eine wirklich sehr schnelle Einführung, aber Sie haben hier die Möglichkeit, mal die Aufzeichnung zu sehen. Haben Sie aber Fragen dazu? Wir haben durchaus jetzt noch Zeit, Fragen zu bearbeiten, zu beantworten. Vielleicht zum Thema Hedging. Grundsätzlich ist Hedging aktiviert. Sie können aber in dem Kundenportal, also wenn Sie Ihre Zugangsdaten haben,
Dann haben Sie auch mit diesen Daten haben Sie Zugriff auf ein Kundenportal, wo Sie alle Informationen finden, also Ihre persönlichen Daten, aber auch Informationen zu dem Konto und Einzahlungs-, also Einzahlungs- und Auszahlungsoptionen. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, Hedging zu deaktivieren. Ja, dann würde dann tatsächlich, wenn Sie dann hier eine Position eingehen und können Sie dann mit Stops und Limits arbeiten, um entsprechend Teilschließungen durchzuführen oder eine Position umzudrehen. Wie gesagt, die Optionen haben Sie in dem Kundenportal. Sonst eine Frage? Durch. Also, eine gute Frage und zwar, wie schalte ich auf Market Scope? Sollten Sie die Plattform öffnen und Market Scope ist dann in dem Moment nicht offen, warum auch immer, dann können Sie Market Scope hier unter Charts Market Scope öffnen, entsprechend die Plattform öffnen. Ja? So. Weitere Fragen? Also, wie gesagt, ich finde, die Plattform ist wirklich sehr intuitiv und natürlich, wenn man bestimmte Sachen dann einstellen möchte, Details, dann muss man eventuell ein bisschen länger in den Optionen gucken, aber Sie werden sehen, Sie werden direkt von Anfang an eigentlich ganz gut mit der Plattform umgehen können. Und ansonsten testen Sie das durch vorher alles mit dem Demokonto oder rufen gerne bei uns an oder schreiben eine E-Mail. Und wir beantworten natürlich die Fragen. Sie haben auch die Möglichkeit, ein persönliches Coaching zu haben. Also sollten Sie wirklich ein bisschen detaillierter in die Plattform eingeführt oder eine detaillierte Einführung haben möchten, dann können wir das auch mit Ihnen gerne machen. Einfach mit uns einen Termin vereinbaren. Dann werden wir das dann zusammen machen. Ist Aktienhandel möglich? Nein, im Moment sind kein Aktienhandel möglich. Sie haben als CFD die Indizes und die Rohstoffe. Was aber ganz wichtig ist, fast hätte ich es jetzt wirklich vergessen, und zwar, was natürlich dieses Konto ausmacht, ist die Möglichkeit, Mini-CFDs zu handeln. So, das zeige ich jetzt natürlich. So, da haben wir den DAX und wir gehen jetzt mal eine Position ein und Sie sehen die Menge 1. Und diese 1 bedeutet tatsächlich eine Positionsgröße von 0,1 CFD. Ja, Sie sehen auch hier den Wert pro Pip 10 Cent. Diese Möglichkeit haben Sie hier mit dem Trading Station Konto. Sie können also hier mit Mini-CFDs handeln. Eine normale CFD wäre dann eine Positionsgröße von 10. Ja, so kennen Sie das, ein Euro pro Punkt. Aber für kleinere Konten haben Sie dann auch die Möglichkeit, bezogen auf Ihr Risk und Money Management auch eine etwas kleinere Position zu handeln, was dann besser zu Ihrem Konto passt. So, haben Sie sonst noch eine Frage? Wie gesagt, ansonsten bitte einmal uns benachrichtigen und
Wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, wir haben auch die Zeit auch gut gefüllt. Habe jetzt eigentlich auch alles besprochen, was ich mit Ihnen besprechen wollte. Und von daher. Von daher können wir das Webinar jetzt an der Stelle auch beenden. Genau. 0,1 CFD im DAX können Sie handeln. Ja, genau. Also ich kann ja gerne mal eine Position eröffnen. Also ich gebe hier eine Menge 1 ein. Dann habe ich tatsächlich dann 0,1 CFD. Sie sehen ja 10 Cent pro Punkt. Die Margin wäre in dem Fall 6 Euro pro Position. Ich drücke mal auf OK. Offene Position. So, dann habe ich ein Mini-CFD entsprechend jetzt geöffnet. Das ist möglich. Ja, wir sehen hier 10 Cent pro Punkt. Das ist ja jetzt auch aktuell der Spread. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn Fragen sind, bitte einfach per E-Mail oder gerne bei uns morgen uns anrufen. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Webinar, nächste Woche, FX Blue. Da haben wir neue Funktionen für den MetaTrader, falls einige von euch noch gleichzeitig den MetaTrader benutzt. Ansonsten, wie gesagt, einen schönen Abend und passen Sie auf Ihre Position auf. Ich bedanke mich für die Teilnahme und sage bis demnächst. Wiedersehen.